gegeben. Die Eröffnung dieses Kongresses ist ja im Endeffekt nichts anderes als das Ende einer ungefähr einjährigen Vorbereitungszeit. Das Spannende, was mich in der Forschung immer wieder fasziniert hat, war die Tatsache, dass, obwohl wir so viel machen als Forscher, nur ein kleiner Teil publiziert wird. Wenn wir über Open Science gesprochen haben, war die eine der ersten Fragen von Investoren immer, wie machst du damit dein Geld am Ende des Tages? Und dann wusste ich immer, dass die Leute nicht ganz verstanden haben, was ich machen will, und habe dann auch für mich selber gesagt, dass das nicht die Investoren sind, mit denen ich zusammenarbeiten will.